Herr Löw, wissen Sie... Der Preis kann es für uns nicht geben. Moment, Herr Löw, bitte, für Sie. Für mich? Und das Nougat war 2014. Okay. Sportjahr 2018 hat eine Menge geboten, da war viel los. Manches hätte besser laufen können, Stichwort die hängenden Köpfe von Russland. Nach der Vorrunde kam das aus, nach der Niederlage gegen Korea konnte die Mannschaft von Sochi komplett wieder nach Hause fahren. Ja, es war zu erwarten, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft heute nicht hier die Bühne stürmen wird. Aber der Bundestrainer ist da. Herzlich willkommen, Joachim Löw. Joachim Löw, also wir sprechen uns noch heute Abend. Und wir kommen von den Pechvögeln des Jahres zum glücklichen Umstand, dass der Bundestrainer heute Abend bei uns ist. Herzlich willkommen, Joachim Löw. Hallo, guten Abend. Wir hatten, Joachim Löw, ja ein tolles Sportjahr. Wir hatten die Olympischen Spiele in Pyeongchang, wir hatten die Paralympics, wir hatten die European Championships, wir hatten Wimbledon, gerade eben gesehen, Angelique Kerber. Wir hatten den Ironman mit Patrick Lange. Für welchen Sport stehen Sie nachts um 3 Uhr auf und machen den Fernseher an? Früher bin ich immer fürs Boxen aufgestanden, aber Eishockey war natürlich in diesem Jahr für mich als Mannschaftssportler natürlich auch absolut imponierend, was die Eishockey-Mannschaft gemacht hat zum Beispiel. Das war ja Dramatik pur, eigentlich bis zur letzten Sekunde zwischen Sieg und Niederlage. Und das war schon auch sehr, sehr spannend. Das haben Sie gesehen, das war am Sonntagmorgen um 5. Nicht das erste Drittel, aber dann das zweite und dritte. Ausgeschlafen quasi. Ja. Was haben Sie denn, also weil wir gerade eben Angelique Kerber gesehen haben, sind Sie einer, der sich für Tennis auch begeistert? Haben Sie Ihr Finale gesehen? Habe ich gesehen, ja, natürlich begeistere ich mich für andere Sportarten. Ich finde es jetzt auch mal, der Fußball steht heute Abend mal nicht im Mittelpunkt. Manchmal ist es so, dass der Fußball die anderen Sportarten so ein bisschen auch in den Hintergrund drängt. Aber heute Abend stehen mal andere wirklich auch im Fokus. Und das finde ich klasse, weil es sind alles großartige Sportler, die Unglaubliches leisten. Und zum Beispiel Christina Vogel war bei uns bei der Nationalmannschaft in diesem Jahr in Berlin. Und auch Patrick Lange war bei uns in Leipzig. Und die Spieler haben mal so ein bisschen Einblick eben auch in andere Sportarten. Und unsere Mannschaften, alle Spieler, Manuel Neuer als Kapitän, aber auch andere Spieler, die waren ganz begeistert von den Persönlichkeiten und auch von dem Input, die sie bekommen haben von diesen Sportlern. Und ich persönlich, natürlich Tennis ist natürlich eine Sportart auch, für die ich mich sehr begeistere. Jetzt sind wir hier bei den Sportlern des Jahres. Das ist so ein bisschen traditionell das große Familienfest auch des Sports. Was bedeutet Ihnen das, hier mitzufeiern? Ich freue mich ganz besonders, weil wir waren ja in diesem Jahr jetzt nur Statisten mit der Nationalmannschaft im Fußball. Aber deswegen eben, hier trifft man mal andere Sportler, andere Menschen, dann Sportler, die in diesem Jahr wirklich auch super Leistungen gezeigt haben. Und das freut mich. Und deswegen bin ich heute ganz besonders gerne dabei. Jetzt haben wir minutenlang gesprochen, Joachim Löw. Der Einzige, der hier immer wieder auf das Thema Fußball gekommen ist, waren Sie. Ich wollte es eigentlich komplett vermeiden. Okay. Das würde nämlich auch gehen. Ich glaube, Sie haben viel mehr zu sagen als nur 90 Minuten. Herzlichen Dank, dass Sie Vielen heute Dank, Abend bei uns sind. Joachim Löw, Dankeschön. Schöne Weihnachten. Dankeschön.